Was geht ab, Leute? Willkommen zurück zu Part 14 von unserem Walkthrough. In dieser Folge hauen wir unseren nächsten Boss um, und zwar Rom. Was hilfreich sein wird, ist, Rom ist auf jeden Fall anfällig für, obwohl die können wir gleich auch noch gebrauchen, anfällig für Feuer und Blitz. Also Feuer ist, tut ihm weh, Blitz tut ihm mehr weh. Ob ich denn jetzt... Idiot, wenn ich am Reden bin und dann gleichzeitig Sachen, ich kann es einfach nicht so. Genau, Gegengift brauchen wir aber nicht mehr. Wir wollen ein bisschen Blitzpapier mitnehmen, weil das tut ihm sehr weh. Ich gucke nochmal kurz auf unsere Runen. Genau, die große haben wir ja schon reingemacht. Genau, in dieser Folge denke ich mal auch bekommen wir unsere nächste große Rune und damit auch die beste. Meiner Meinung nach. Von hier aus wollen wir erstmal wieder zurück zum verbotenen Grab. Hier schlagen wir uns jetzt durch zu Rom. Genau. Die nächsten Gegner, die wir jetzt hier sehen, das sind, wir nennen sie mal Fliegen. Die versuchen auf euch meistens zu jumpen. Das ist eigentlich die gefährlichste Attacke. Ausweichen, weil sobald die euch packen, machen die Wahnsinn auf euch. Killt euch nicht direkt. Also ihr müsst zweimal gepackt werden vor denen. Aber ja, seid einfach vorsichtig. Hier haben wir dann Wissen. Und unsere nächste und erste Lampe hier in Bergenworth. Da unten haben wir jetzt nochmal unsere Fliege. Wo bist du? Wir können eigentlich mal den Kollegen hier rufen. Warum nicht? Warum eigentlich nicht? Hier schwirrt auf jeden Fall irgendwo noch eine Fliege rum. Da unten ist sie doch. Uff, das war eigentlich unverdient. Ich dachte, ich könnte sie sehr gerne. Unverdient, dass wir da heil rausgekommen sind. Hier links ist jetzt nochmal eine Fliege. Am besten immer andocken, die springen und dann erst rein. Springen und dann rein. Das ist eigentlich so die beste Taktik gegen die Kollegen. Genau, hier haben wir jetzt unsere beiden Fliegen. Dann gehen wir nochmal hoch. Haben wir nochmal eine Fliege. Wo bist du? Ah ne, ist gar keine Fliege, ist Brainsucker. Und jetzt, das ist eigentlich der erste richtige Brainsucker, der auch euch versucht zu packen. Also seid vorsichtig. Ich habe ja gesagt, sobald die euch haben, ziehen die euch Einsicht raus. Natürlich auch Leben, aber ich glaube, so mindestens 3 Einsicht werdet ihr dabei verlieren. Also seid ein bisschen vorsichtig. Da oben sind jetzt 2 oder 3 Fliegen, weiß ich gerade gar nicht. Und ganz hinten durch ist ein 1000-Füßer. Wir wollen erstmal hier hoch. Den da hinten wollen wir erstmal ignorieren. Wir wollen die Jungs erstmal anlocken. Dass die runtergesprungen kommen. Und dann wollen wir wieder Jump triggern. Unser Kollege wurde gepackt. Weil er ein Idiot ist. Und jetzt können wir gleich durch zum 1000-Füßer. Ich würde auch am besten hier oben lang. Wir versuchen. Schießt mich mit Feuerbällen. Also wir versuchen einfach hinter ihm zu kommen. Von da aus können wir eigentlich ganz gemütlich auf ihn einsteigen. Ja, eigentlich sind die kein Problem. Dann haben wir hier einmal ein großartiges Wissen. Das ist großartig. Und hier normales Wissen. Die Rune eben haben wir aufgehoben. Dann haben wir am Ende nochmal eine Fliege. Und in der Ecke Beruhigungsmittel. Kurz den Jump triggern. Ja.
Beruhigungsmittel und jetzt machen wir auch schon das Tor da auf. Das ist ein sehr kurzes, knackiges Gebiet hier. Ihr könnt sehen, da drüben ist unsere Lampe. Dann gehen wir hier rein. Mal links eine Truhe. Oben ist ein NPC, gegen den wir kämpfen. Die Tür ist sinnfrei, aber wir machen sie einfach auf. Wir können dort auch noch einen anderen NPC dazu holen. Was wir vielleicht sogar machen. Einfach, damit du die volle Dröhnung abbekommst. Wir machen es jetzt einfach mal. Fühlt sich nicht gut an, ne? Fühlt sich nicht gut an. Schöner Gangbang. So. Hier noch eine Truhe. Die nehmen wir mit. Schüleruniform. Jetzt wollen wir nach oben. Hier ist noch eine Notiz. Roter Mond, wenn tief steht, genau, weil wir jetzt gleich den Blutmond quasi wieder erschaffen werden. Den Schlüssel, den wir benötigen. Oben ist nochmal eine Fliege. Be careful. Steht jetzt hinter uns. Auch hier. Jump Trigger. Umnocken. Und hier bekommen wir jetzt noch ein Arcane Item. Ich weiß gar nicht, können wir das benutzen? Haben wir genug Arcane? Haben wir 15. Damit könnt ihr Arcane auf eure Waffe machen. Später gibt es ein paar Bosse, die anfällig für Arcane sind, aber ist trotzdem ganz cool. Ihr müsst kein Blitzpapier oder Feuerpapier oder ähnliches dafür benutzen. Von hier aus nicht euer Ernst, Jungs. Wollte gerade sagen. Gehen wir einmal zur Tür hier hinten. Benutzen den Schlüssel. Den Kollegen können wir kurz ansprechen. Der zeigt jetzt einfach nur da drauf. Oh ja. Ich weiß gerade gar nicht, wie er heißt. Ist eine sehr wichtige Figur eigentlich für die Lore. Er betet auf jeden Fall die großen Götter an und was weiß ich. Wir hauen ihn um. Wir bekommen eine ganz gute Rune von ihm. Auge ist, glaube ich, sogar die beste ihrer Art. Also damit findet ihr Gegenstände leichter. Kurz zum Boss, Rom. Die Spinne, ist eher ein Geduldskampf, als dass er wirklich hart ist. In der ersten Phase könnt ihr ruhig draufbolzen. Wir werden unser Blitzpapier ein bisschen ausnutzen, so viel Schaden zu machen, wie nur möglich. Rom wird aber immer wieder Spinnen spawnen. Einen Haufen, sagen wir mal 10 Stück. Und die tun weh. Ich würde euch raten, immer erst die Spinnen ein bisschen Platz zu machen. Ihr müsst nicht alle killen, 2 bis 3 übrig lassen und dann wieder auf Rom gehen. Rom wird sich nämlich immer wieder rumteleportieren unten und dann wieder neue Spinnen rufen. In der zweiten und dritten Phase kriegt ihr neue Attacken dazu. Eine ist, dass er auf seine Beine geht. Das könnt ihr immer sehr schön beobachten. Er stellt sich ein bisschen auf und dann fliegen ja ein paar Meteoriten euch um die Ohren. Ganz einfach rechts oder links langlaufen oder rollen, könnt ihr ganz einfach ausweichen. Und das andere ist, dass er sich auf den Rücken dreht und quasi diese Meteoriten aus dem Boden schießt und da nicht zu nah an ihm dran stehen. Ansonsten ist es eher wirklich ein Geduldsfight. Ist natürlich jetzt blöd, dass wir die Jungs haben, weil dadurch ist das Leben von Rom noch mal mehr und der Kampf dauert noch länger. Wie dem auch sei. Geduldsfight, den ziehen wir auch durch. Hier am Anfang heißt es erstmal schön Schaden machen. Da könnt ihr sehen, sind die Spinnen auch schon. Und da gehe ich gar kein Risiko ein. Lockt die Spinnen raus.
Versucht den auch gar nicht gegen den Kopf zu hauen. Hier ist es am besten einmal gegen den Schwanz oder wenn sie so in den Boden springen. Versucht irgendwie eine Attacke aus denen rauszulocken. Einmal rum. Die werden sich immer wieder zurückziehen Richtung Bomben. Aber in der ersten Phase macht er eh nicht viel. Und hier würde ich auch gar nicht lockt in den Kampf. So, jetzt ist Raum frei. Wir gehen rein. Und wird hier jetzt gleich wegteleportieren. Immer ein bisschen Schaden. Da hinten ist er. Und jetzt beginnt auch schon die neue Phase. Jetzt fängt er an, sich immer mal wieder aufzustellen und genau. Behaltet ihn einfach immer ein bisschen im Blick, während ihr die Spinnen platt macht. Reicht nicht. Ihr könnt sehen, wenn ich den gegen den Kopf haue, bringt das relativ wenig. Außer erst im dritten Schlag. Nehmt euch die Zeit. Jetzt gehe ich auch rum. Weil die Jungs kümmern sich gerade sehr gut. Und da kommen die Spinnen. Ihre Mama beschützen. Oder Papa. Nochmal ein paar Hits rein. Ah, das, ich weiß nicht, wie das manchmal funktioniert, aber manchmal hat man Glück und unterbricht quasi seinen Teleport. Wie auch immer das funktioniert. Da stellt er sich gerade auf die Beine. Kann das sein? Genau, das waren seine Meteoriten. Zeit im Holen, wir uns doch kurz. Das wir schon wissen. Da sind seine Meteoriten, die hauen gut rein. Auch wenn Rom jetzt wenig Leben hat, da ist sein Hinlegen. Unterschätzt Rom jetzt nicht. Obwohl, jetzt kann ich gerade mal rein. Also Rom könnt ihr eigentlich unterschätzen, nur die Spinnen nicht. Die tun wirklich weh. Ja. Ich hab's ja gesagt, es ist eigentlich nur ein Geduldsfight. Mehr ist es auch nicht. Das habe ich noch nie gesehen, dass die Viecher dann hier runterfallen. Ehrlich gesagt. Dann seht ihr die Lady in White. Ganz am Ende. Ziemlich gruselig. Mit dir wollen wir jetzt kurz mal reden. Keine Ahnung, ob wir mit dir reden. Ich habe ja vorher schon gesagt, wir werden jetzt die komplette Welt verändern. Ich werde es nochmal in die Notizen reinschreiben, also in die Kommentarleiste. Beendet vorher jede Quest, weil die Welt wird sich komplett verändern. Jetzt haben wir den Blutmond hier und wir sehen jetzt auch Amygdala überall rumhängen. Da könnt ihr sehen, das ist die Amygdala, die uns entführt hat zu unserem Lieblingsort. Genau, ich kann es euch mal kurz zeigen. Ihr könnt auch sehen, die Welt sieht jetzt nochmal ganz anders aus. So ein blau-roter Himmel. Also ab jetzt wird's abgefahren. Von hier aus gehen wir uns kurz die Lampe in diesem Gebiet holen. Einfach durchrennen. Wir brauchen ein bisschen, bis er euch packt. Die Gegner, die jetzt hier spawnen, wenn die rot sind, klar, ihr könnt die killen. Aber das wird am Ende des Tages nicht viel bringen, weil die kommen zurück. Weil hier gibt's ein paar Glockenladies, die rufen die tatsächlich immer wieder und wir müssen erst die Frauen killen, damit die verschwinden. Sonst kommen die immer wieder. Und das ist so laut, wenn man die killt, das macht immer wupp. Hier haben wir unsere Lampe. Genau, das machen wir, glaube ich, alles erst in der nächsten Folge, wenn wir uns hier austoben. Das Gebiet ist an sich nicht so schwer, wenn man weiß, was man tut. Wenn man weiß, wo die sind.
Wir machen jetzt erstmal ein paar Sidequests. Wir haben ja vor, ich glaube, in der ersten Folge schon mit, wie hieß er? Gilbert, genau, mit Gilbert gesprochen, der uns den Flammensprüher gegeben hat. Der ist jetzt zu einer Bestie tatsächlich geworden, den werden wir jetzt kurz umhauen. Dadurch bekommen wir dann auch was Nettes von ihm. Da ist Gilby. Es tut mir sehr leid, Gilbert, da könnt ihr sehen, da ist er rausgesprungen. Clownspur. Ist aber ein sehr kleiner Raum, da ist keine Tür drin, Gilbert. Wir können eigentlich auch kurz zu den Schwestern gehen. Ich überlege gerade, welcher Weg besser ist. Links ist eigentlich ungefährlicher am Ende des Tages. Nee, dann verfolgen uns die Hunde. Wir gehen kurz hier lang. Wir müssen da ans Fenster, wo wir mit dem Mädchen gesprochen haben. Quasi der Tochter von Gascoigne. Ja, die alle sind ja gar kein Problem mehr für uns, auch wenn die uns hauen. Das tut uns kaum bis gar nicht weh. Genau, weil jetzt ist ihre Schwester im Fenster und die fragt dann, oh nein, meine Schwester ist weg, wissen Sie, wo die ist? Und wir geben ihr quasi das rote Tuch von ihrer Schwester und daraufhin, ich weiß nicht, ob sie sich umbringt oder ob sie einfach nur runterfällt, unglücklich oder vom Troll gehauen wird. Sie stirbt auf jeden Fall. Genau, wir geben ihr die Schleife, sie ist traurig, traurig, traurig. Wird nicht mehr mit uns sprechen. Dann einmal raus und wieder rein. Wieder zurück ins Spiel. Und jetzt gleich bekommen wir quasi auch einfach nur ein Kleidung für unsere kleinen Freunde. Das ist anstatt roten. Guck mal, wir können ja jetzt bestimmt eine Plunging Attack machen. Ja, genau. Bekommen wir weiße Bodenschleifen. Also, falls ihr jetzt die Boden weiß haben wollt, here you go. Dafür gibt es keine Trophäe oder ähnliches. Aber hey, wir waren gerade in der Nähe. Dann machen wir das also. Von hier aus. Gehen wir zurück zum Traum des Jägers, geben auf jeden Fall unsere Blutechos aus, weil jetzt machen wir Aileens Questline weiter und oh nein, wir werden gegen den wahrscheinlich, also ganz am Anfang von Bloodborne, als ich es gespielt habe und dann auch ein bisschen in der Community mal geguckt habe, viele sagen, das ist der härteste Boss immer gewesen. Also es ist kein Boss, es ist eigentlich ein NPC von der Questline. Aber der ist halt auch wirklich härter als manch ein Boss. Ah komm, das sind 100, die wir brauchen. Hab ich richtig geguckt, oder waren 100? Jetzt bin ich mir schon wieder unsicher. Was verkaufen wir? Wir verkaufen... Was werden wir nie wieder benötigen? Betäubender Nebel. Willkommen da. Auf jeden Fall wird das jetzt gleich ein Krampf gegen den zu kämpfen. Wirklich. Deswegen versucht eure Echos auszugeben. Das wird spaßig. Können wir irgendwas für diesen Kampf noch? Das haben wir eben bekommen. Eingeweideangriffe plus 20%. Also verdammt viel. Ja, aber uns bringt halt gar nichts zu diesem Kai. Genau, das ist hier Auge. Mehr Gegenstände von gefallenen Gegnern. Nee, let's go for it. Ihr wisst, wie die Jägerfights sind. Unangenehm. Und der ist wirklich, wirklich stark. Wir wollen zur großen Kathedrale. Ihr seht, funktioniert nicht. Wieso komme ich da nicht hin? Wir gehen erstmal zum Kathedralenbezirk und müssen dann dahin rennen. Weil der Bruder vor der Lampe steht und die blockiert.
Hier können wir auch dann gerade mal, weil jetzt die NPCs sich hier auch in der Kathedrale natürlich verändert haben. Wir können sehen, Ariana hängt da ein bisschen durch, weil sie macht sich bereit für das Baby, das sie tatsächlich bekommt. Und das ist nicht irgendein Baby. Die Dame ist jetzt auf einmal nett und gibt uns immer Beruhigungsmittel. Aber die dreht einem eigentlich einfach nur durch. Ihr müsst dann immer ab und zu, könnt ihr zu ihr hin. Ah, gibt's sonst mehr? Noch mehr? Geduld, genau. Könnt ihr wirklich... Nehmt ihr das Zeug ab. Für den Fight würde ich auf jeden Fall Augur empfehlen. Ist immer sehr, sehr gut gegen Hunter. Gegen andere. Ich zeige euch ganz am Anfang einen Cheese-Trick. Es hat früher geklappt, den so zu cheesen. Ich weiß nicht, ob das immer noch klappt. Den zeige ich euch ganz am Anfang und danach versuche ich den Fight ganz normal zu machen. Aber nur, falls ihr den nicht hinbekommt, weil der ist wirklich schwer, dann könnt ihr das einfach so machen. Wir sprechen kurz mit Eileen. Sie sagt nicht da rein. Ihr werdet verlieren. Der hat auch eine Shotgun, die tut weh, die ist total OP. Der ballert damit ohne Ende. Dann hat er, ich weiß nicht, wie das Schwert heißt, aber es ist ein bisschen Senpuku-mäßig aus Elden Ring. Genau, das ist jetzt der Cheese-Trick. Wir wollen den nach ganz hier hin, nach hinten locken. Komm. Und dann an ihm vorbei rennen. Und da hinten an diesem Pfeiler. Bis da hinten wollen wir einfach rennen. Mal gucken, ob das noch klappt. Normalerweise geht er jetzt wieder zurück an seinen Spot und ihr könnt wieder eine Visceral Attack machen, so wie wir das bei unseren anderen Jägern gemacht haben. Genau. Also falls sie den gar nicht hinbekommt, was wirklich sein kann, weil der Typ ist ein fieser kleiner Penner, dann nutzt diesen Trick einfach. Ich hab auch nichts gesehen. Ihr könnt sehen, der ist schnell. Der hat alles, was einen Drecksack ausmacht. Und seine Shotgun. Das ist das Schlimmste. Seine Shotgun ist das aller Schlimmste. Wenn ihr ihn noch nicht hinkriegt und die Cheese-Taktik nicht machen wollt, dann wartet, macht ihn später, weil der läuft uns jetzt erstmal nicht weg. Ich werde ihn jetzt noch ein, zweimal probieren. Ich werde ihn zweimal probieren. Obwohl, wir sind ganz gut in der Zeit. Ich habe nicht mehr viel danach geplant gehabt. Mal gucken. Wir sind jetzt eigentlich ganz gut in der Zeit, deswegen könnten wir den noch ein paar Mal probieren. Bevor wir dann sagen, gut, wir cheesen den. Am besten ist es auch, gegen den zu kämpfen an der Treppe. Weil da kriegt man es manchmal hin, den auch in die Ecke zu drängen und da kommt er nicht raus und wir können völlig drauf ballern. Aber ja, der Bruder ist halt einfach super, super unangenehm. Ich kann sehen, der wenigstens ein Visceral Attack mal. Oh nein. Ich werde den jetzt zubolzen mit, was er nämlich eigentlich macht. Vorsichtig, wenn er... Komm, mach was. Jetzt kommst du, ne?
Das kannst du nämlich auch, das weiß ich. Oh man. Let's go for it. Let's go for it. Kleiner Drecksack. Das war vielleicht dumm. Da, wenn er das macht, dann unser Schwert quasi blutet, verliert er selber Leben. Das könnt ihr natürlich ein bisschen ausnutzen, das Ganze. Ach, komm schon! Nein, das war ein Fehler. Ich habe keine Kugeln mehr und auch nicht mehr so viel Leben. Ist das ein beschissener Fight? Oh Mann. Ja, zieh dir ruhig selber Leben ab. Das bin ich völlig, völlig fein mit. Vorsicht ist der Nebel, damit ihr nicht heilen könnt. Jetzt habe ich natürlich keinen. Oh, du kleiner. Nein! Ich will auch nicht mehr ganz so viele Kugeln opfern, ehrlich gesagt. Versuchen wir es jetzt mal so. Kannst dich nicht mehr heilen, ne? Vielleicht war es das für dich. Ja, scheiße. Schön gar nicht. Oh. Oh nein, was? Ah, Lego Mogulu. Probieren wir noch einmal. Komm, einmal machen wir noch. Ah, Mann. Die Shotgun hat mich einfach geone-shottet. Was ist das denn bitte für eine Frechheit? Einmal machen wir noch, ansonsten Cheese Tactic und dann beenden wir die Folge. Es war mir aber klar, dass das jetzt, deswegen habe ich danach auch nicht mehr viel geplant gehabt in dieser Folge, weil der Kollege kein Joke ist. Er heilt sich anscheinend nur einmal, was gut zu wissen ist. Macht mich ganz nervös, der Typ. Let's go. Let's ride. Alles klar, das ist vielleicht the way to go. Alles klar, das ist er nicht. Oh nein, falscher Knopf. Zack. Kleiner Hund.
Okay, du willst es wissen. Beim ersten Mal habe ich ihn tatsächlich auch normal besiegt. Von der Cheese Tactic habe ich nachher nur, habe ich nach meinem zweiten oder dritten Playthrough erst erfahren. Wenn ich jetzt hier nicht einen Walkthrough machen würde, würde ich hier auch die ganze Zeit versuchen, den noch weiter zu killen. Einfach weil das eigentlich an sich ein cooler Fight ist. Es ist ein cooles 1 gegen 1. Und ich mochte die Hunter gegen Hunter Kämpfe eigentlich immer sehr, sehr gerne. Aber da wir keine Zeit haben und ich nicht die Folge 60 Minuten lang machen möchte, machen wir das jetzt leider. Er wird jetzt die volle Wut abkriegen. Steht da schon wie so ein Idiot. Nein, warum? Das ist so random immer. Komm. Oh nein. Oh, ich weiß gar nicht, wenn er jetzt hier sprinten anders. Ja, okay. Das wird ein bisschen dauern. Der Bruder braucht Ewigkeiten, bis er hier ist. Nicht mit gerechnet, ne? Dachte schon, oh, der ist weg, der ist abgehauen. Der hat wohl Schiss. Ich hab keinen Bock, deine Schüsse in den Rücken zu kriegen. Komm hier bitte hin. Mach keine Faxen und komm hier hin. Komm jetzt. Whoop. Ich fühle mich unglaublich schlecht, das zu machen, aber es tut mir leid, Leute. Ich habe es nicht geschafft. Ich bin's nicht wert. Aber das ist auch so der letzte richtige gefährliche NPC, den wir machen werden. Die anderen werden Klacks. Ciao. Komm, jawohl, endlich mal ein bisschen schnelleren Schrittes. Können wir das Ganze hier ein bisschen beschleunigen. Weil wir bekommen dann wirklich gleich von Aileen eine überragende Rune. Deswegen machen wir das Ganze hier eigentlich. Weil ansonsten würden wir uns den Stress hier gar nicht antun. Schön hier in der Ecke. Er steht da wieder. Ich weiß auch gar nicht, ob er sich jetzt gleich dann trotzdem, ob er sich heilt oder nicht. Wahrscheinlich schon. Genau, da habe ich es doch schon gehört. Ja, ist das ätzend. Ich glaube, ich muss ihn gar nicht so weit zurücklocken. Uiuiui. Mal gucken, vielleicht werde ich hier das Video beschleunigen. Ab dem Punkt. Einfach, bis er tot ist und dann, dann einfach da ganz normal weitermachen. Weil das müsst ihr euch jetzt hier nicht noch reinziehen. Oder ich werde jetzt hier einen Cut machen und dann sehen wir uns gleich. So, ich habe unseren Kollegen jetzt umgehauen mit unserer Taktik. Ja,
die Idee dahinter habt ihr ja gecheckt. Deswegen habe ich einen kleinen Schnitt gesetzt, weil das müsst ihr euch nicht die ganze Zeit reinziehen, wie ich den Hinterrücks erledige. Was wir jetzt noch machen wollen, ist kurz mit Eileen sprechen. Ich dachte jetzt, oh krass, ja gut, oh, meine Zeit ist vorbei. Dann bekommen wir ein Jägerabzeichen, dann bekommen wir ihre Waffe. Und das war's leider mit Eileen. Sie wird jetzt von dann gehen und wir gehen auch von dann. Wir gehen nämlich zurück zum Traum des Jägers. Und rüsten sofort die neue große Rune aus. Weil die ist um einiges besser als unsere jetzige. Ich habe immer noch ein schlechtes Gewissen, dass wir das gerade eben so gemacht haben, tatsächlich. Aber hey, man ist nicht perfekt. Dann wollen wir einmal unsere große Rune. Übrigens, ihr könnt auch ab und zu mit German reden. An sich, er hat eigentlich immer coole Dialoge. Aber wirklich was bringt, tut uns das nicht. Nichts für den Progress. Genau. Hier haben wir unsere Jägerrune. Schnellere Ausdauererholung. Wirklich für mich die beste große Rune, die wir in dem Spiel bekommen. Ansonsten haben wir noch von unserem Jägerkollegen Blutrausch bekommen. E-Angriffe erneuern 300 Lebenspunkte und ihr könnt die kombinieren mit der kleineren Rune. Also die stapeln tatsächlich auch. Ist vielleicht, wenn ihr oft Visceral Attacks macht, eine ganz gute Möglichkeit. Wie dem auch sei, Leute. Ihr seht, der Himmel hat sich auch hier verändert. Es wird langsam freaky. Wir machen in der nächsten Folge weiter. Ich freue mich drauf. Ich würde sagen, also Leute.